Hallo, ihr hübschen Menschen da draußen an euren Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Lin News. Herzlichen Dank für all euren Support, für jeden Daumen hoch und Kuss geht raus an alle Kanalunterstützer. Heute, bevor wir mit den Themen anfangen, möchte ich euch auf eine Sache aufmerksam machen. Nämlich auf nebenan.de. Da könnt ihr, wenn ihr Hilfe braucht in den Zeiten von Corona, wenn ihr zum Beispiel das Haus nicht verlassen könnt, aus verschiedensten gesundheitlichen Gründen oder weil ihr zu den 0, irgendwas Prozent meiner Zuschauer gehört, die über 50 oder über 60 sind, da könnt ihr euch eintragen in eine Liste, wenn ihr Hilfe braucht aus eurer Nachbarschaft, sei es im Haushalt, sei es einkaufen, sei es sonst was. Vor allem aber könnt ihr euch da auch registrieren, falls ihr Hilfe anbieten wollt, um in eurer Nachbarschaft direkt Menschen zu helfen. Das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn das Video hier durch ist, schaut da gerne mal rein. Das ist ja auch keine Partnerschaft, kein Sponsorship, keine bezahlte Werbung, gar nichts. Ich finde bloß die Aktion absolut genial. Ich habe mich ebenfalls schon angemeldet. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann helft gerne. Aber, ne, ihr wisst Bescheid, übernehmt euch nicht. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Außer ihr wisst, ihr seid sowieso irgendwie unterwegs, kommt an einem Laden vorbei und könnt dann jemandem was Gutes tun. Also Risiko immer abwägen und bis dahin weitermachen. Jetzt geht's aber los mit den News. Wer sich aktuell neben all den ohnehin schon betroffenen Menschen in der Corona-Krise echt Sorgen macht und denen ganz schön die Muffe geht, das sind Abiturienten und Studenten. Denn gerade die Abiturienten haben keinerlei Vorbereitungszeit für ihre anstehenden Abi-Prüfungen und deshalb haben einige Bundesländer wie beispielsweise Schleswig-Holstein das schon konkreter angesagt, andere Bundesländer prüfen das gerade und ziehen nach, sollen die Abiturprüfungen vielleicht entweder verschoben oder gänzlich gestrichen werden für diesen Jahrgang. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Abiturprüfungen komplett wegfallen zu lassen aufgrund der Corona-Situation, ich weiß nicht, ob das wirklich so der Sinn der Sache ist. Das Ganze zu verschieben ist allerdings auch zwar fairer, aber nicht so einfach, denn A, weiß niemand, wohin sich das verschiebt, B, öffnen und schließen ja auch irgendwann und irgendwie und irgendwo die Zeitfenster für bestimmte Bewerbungen, sei es Studienplätze oder sei es eben eine Ausbildung. Und deshalb ist das Ganze nicht so einfach. Meine Frage an euch ist an dieser Stelle ganz klar, macht ihr gerade Abitur? Wenn ja, stimmt da oben gerne mal ab oder diskutiert in den Kommentaren mit, auch wenn ihr kein Abitur macht. Sollte das Abitur verschoben werden? Sollte das Abitur ausfallen, damit die Leute in ihrem Zeitplan bleiben? Oder sagt ihr, nee, komm, guckt euch draußen mal um, guckt euch die Wirtschaft an, guckt euch die ganze Situation an. Der Zeitplan ist gerade das Letzte, was eine Rolle spielt. Abiturprüfungen müssen gemacht werden, ganz klar. Wie gesagt, da abstimmen oder da unten mitdiskutieren. Und auch an Studenten eine gute Nachricht. Mehrere Professoren an mehreren Unis deutschlandweit machen sich mittlerweile dafür stark, dass dieses Semester aus der Wertung rausfällt. Denn andererseits würden einige Leute, die zum Beispiel anfänglich beim Semester oder beziehungsweise wenn das letzte Semester ist, wo sie einen Kurs hätten abschließen können oder so, ganz schön auf der Strecke bleiben. Deshalb erstmal aufatmen. Da ist man sich im Bildungssektor in Deutschland im Klaren über den Ernst der Situation und man diskutiert, wie man die Schüler und Studenten dabei nicht auf der Strecke lässt. Ist doch schon mal was Gutes. Halt, stopp! Freunde, ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen in das Abiturthema. Mitten jetzt, wo das Video quasi schon im Schnitt ist, gibt es neue Dinge, die dazugekommen sind. Nach der ganzen Diskussion, das Schuljahr 2019, 2020 vielleicht sogar zu annullieren oder eben das sogenannte Anerkennungsabitur ohne Abiturprüfung mit ins Felde zu ziehen, hat jetzt zumindest Hamburg ganz konkret beschlossen, die Abiturprüfungen werden stattfinden wie geplant und auch andere Bundesländer werden wahrscheinlich nachziehen. Aktuell ist das Ganze immer noch in der Schwebe. Trotzdem will man sich Mühe geben, dass den Schülern so schnell wie möglich und so transparent wie möglich mitzuteilen. Ich hoffe für alle von euch, die betroffen sind, nur das Beste. Und bis dahin Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Und jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Was gar nicht mal so gut ist, ist tatsächlich der unvorstellbare Fakt, dass 6 Millionen bestellte Masken für Deutschland einfach mir nichts, dir nichts in Kenia auf einem Flughafen verschwunden sind. Laut Spiegelbericht gehen Insider davon aus, dass die Masken gestohlen worden sind, um sie woanders so schwarzmarktmäßig oder eben online zu horrenden Preisen verhökern zu können. Also quasi kriminelle Absichten, was ein echt krasser Schweinemove wäre. Oder aber eine andere Option, die im Raum steht, und was ebenfalls ein echt krasser Dickmove ist, der Hersteller selbst hat mit einem anderen Kunden, einem anderen Land beispielsweise, oder aber auch einem anderen Konzern einen besseren Deal abgeschlossen, kann mehr verdienen und hat die 6 Millionen Masken einfach woanders hingeliefert, ohne hier in Deutschland irgendwem Bescheid zu sagen. Auch das wäre, wie gesagt, ein ganz schöner Anschiss.
Aktuell wird fieberhaft an einem neuen Testverfahren für Corona gearbeitet. Das bisherige Testverfahren, der sogenannte Rachenabstrich, beweist ja nur, ob man mit dem Erreger in Kontakt kam und ob man ihn bereits in sich hat und infiziert ist. Der neue Test allerdings soll das Blut untersuchen und dabei nach Antikörpern Ausschau halten, soll also eine Art Immunität nachweisen können. Das wäre zum einen außerordentlich interessant für die Impfstoffentwicklung. Vor allem aber können sich Menschen mit Immunität ja dementsprechend sicher sein, dass sie sich nicht erneut beispielsweise anstecken können, können damit also ihrem normalen Tagesgeschäft nachgehen. Ich weiß zwar nicht, wie man das kennzeichnen will, irgendwann gibt es dann wahrscheinlich so rote Armbändchen für infiziert, gelbe Armbändchen für nicht infiziert und auch noch nicht krank, aber auch noch nicht auf immun getestet und grüne Armbinden dann für auf immun getestet, ich darf mich überall frei bewegen oder so, keine Ahnung. Fest steht aber auch, dass man immer wieder neben dem aktuellen Motto Flatten the Curve, bleibt alle zu Hause, nach weiteren Maßnahmen sucht und eine davon, mehr als umstritten, wäre die sogenannte Durchinfektion von jüngeren Menschen. Also eine ganz bewusste, gewollte, sogenannte Durchseuchung von Menschen, die nicht in die Risikogruppen fallen. Da muss ich persönlich sagen, keine gute Idee. Nein, keine gute Idee. Aber zum Glück sind sich Virologen da relativ einig. A. Haben junge Menschen da ein Mitspracherecht? Zumindest muss man ihnen das einräumen, alles andere grenzt dann dementsprechend an fahrlässige Körperverletzung. Und B, wären die Risiken bei so einem bisher immer noch zu unerforschten Virus wie dem SARS-CoV-2 absolut unabwägbar und deshalb kommt das gar nicht erst in Frage. Drüber nachgedacht hat man trotzdem. Finde ich ja interessant. Dass man also auf so eine radikale Lösung, die mehr ein Gedankenexperiment war, nicht zurückgreift, dürfte einige massivst Verschwörungstheoretiker ziemlich enttäuscht haben. Mein Appell an euch ist nämlich folgender. Bitte, wenn ihr euch über Corona informiert, nutzt möglichst seriöse Quellen. Nutzt in erster Linie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Da gibt's regelmäßigst Updates. Was ihr vielleicht besser nicht nutzen solltet, sind Verschwörungstheoretiker, Anhänger der AfD. So gibt zum Beispiel der Chef der Berliner AfD, Fridays for Future, die Schuld am Coronavirus. Ja klar, warum nicht? Abgesehen davon, dass es A keinen Sinn macht und er B als Beweis dafür die sogenannte Lollipop-Challenge von TikTok anführt, die wiederum nichts mit Fridays for Future zu tun hat, aber hey, was soll's. AfD-Geschwurbel halt und trotzdem muss man sagen, es trifft leider auch auf offene Ohren. So wie andere Verschwörungs-YouTuber zum Beispiel, ganz vorne mit dabei Schrank-TV oder auch so Menschen wie Der Lehrer und wie sie nicht alle heißen, die eben rumposaunen, Corona wäre entweder eine Erfindung der Politik, um uns alle zu kontrollieren und den Mittelstand zu töten oder eine militärische Waffe, um die Menschheit endlich zu dezimieren. Andere wiederum behaupten, Corona wäre überhaupt gar kein Problem, nur dass man überhaupt testet, ist das Problem, denn würde man nicht testen, würden wir das alle gar nicht mitbekommen. Nee, ist klar, man würde sich nur fragen, warum überall auf der Welt plötzlich grippekranke Menschen tot umfallen. Ist schon klar, ihr Deppen. Und dann gibt's noch die ganz Investigativen, die zum Beispiel irgendwelche Desinfektionsmittel von 2015 rausholen, wo dann draufsteht, hilft auch gegen Coronaviren und sagen, haha, die haben das schon gewusst, das ist alles geplant. Aber Freunde, auch euch muss ich enttäuschen, klar hilft das auch gegen Coronaviren. SARS zum Beispiel war auch ein Coronavirus. Die Gruppe, die Familie der Coronaviren ist nun mal groß und die gibt's schon länger. Aber die mutieren. Und dann kommt dabei sowas wie das aktuelle Corona SARS-CoV-2 bei raus. Also Freunde, nochmal zum Mitschreiben. Knoblauchdampfbäder und Zwiebelsäckchen helfen nicht gegen eine ernstzunehmende Viruserkrankung. Auch wenn ihr das auf irgendeiner ayurvedischen Internetseite lest. Und auch die WhatsApp-Nachricht eurer Tante dritten Grades, wo der Sohn im Fußballverein war, wo der Schiedsrichter einen Bruder hat, dessen Tante irgendwo beim Bundesministerium für Schieß mich tot arbeitet und der ganz genau weiß, dass das alles nur Einbildung und Quatsch und ein perfider Plan der Echsenmenschen aus der inneren Hohlflacherde ist? Ja, auch, so enttäuschend das sein mag, ein Kettenbrief bei WhatsApp von solchen Personen ist keine Anleitung zum Überleben. Behaltet also einen klaren Kopf, informiert euch vielseitig, informiert euch gründlich und vor allem informiert euch möglichst seriös. Bitte danke und bis dahin, Freunde, ihr kennt das Motto, macht's nicht gut, macht's besser. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, schaut noch ein Video von mir. Die sind zwar fast alle sowieso demonetarisiert, aber deshalb nochmal vielen lieben Dank an jeden einzelnen Kanalunterstützer. Und jetzt macht's nicht gut, macht's besser, bleibt mir bitte gesund und wir sehen uns spätestens übermorgen wieder.
Bis dahin freue ich mich über viele Kommentare. Ihr könnt mir ja zum Beispiel mal die krudesten und wirrsten Verschwörungstheorien zu Corona, die ihr irgendwo gelesen oder gehört habt, in die Comments schreiben. Wir alle brauchen doch heutzutage was zu lesen und zu lachen. Und jetzt Community Corona High Five in 3, 2, 1. Haut rein, macht's gut.